Der aktuelle Finanzskandal rund um Wirecard ist in den letzten Tagen in aller Munde. Auch wir wollen dem Thema ein Video widmen, aber nicht wie andere nur Katzenjammer und depressive Stimmung verbreiten. Denn auf jemanden einzutreten, der ohnehin schon am Boden liegt, ist nicht nur brutal, sondern auch überaus sinnlos. In diesem Video werden wir den Branchenaufbau und die Profiteure im Payment-Provider-Umfeld risikobewusst definieren und klassifizieren. Weiters werden wir Investmentansätze definieren, die aus der aktuellen Notlage der Wirecard AG profitieren können, ohne dabei das Risiko eingehen zu müssen, in eine insolvente Aktie zu investieren. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Der Skandal rund um das DAX-Unternehmen Wirecard hat viele Anleger in eine äußerst missliche Lage gebracht. Und im mitteleuropäischen Raum wird indes darüber diskutiert, wie so etwas nur vorkommen konnte. Darum sehen sich Investoren nun stärker denn je nach Beständigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit. Dass Sicherheit aber an den Börsen nie garantiert werden kann, sollte spätestens nun allen klar sein. Da kann ein Unternehmen gerne an der Spitze des MSCI World notieren und von außen wie ein lupenreiner Diamant wirken. Wenn es ums Anlagerisiko geht, kann sich daraus aber in Windeseile ein Blutdiamant entpuppen. Darum wird nicht ohne Grund von glaubwürdigen Experten immer und immer wieder Risikobewusstsein und Risikolimitierung gepredigt. So wie man nur selbst Herr über seine Finanzen sein sollte, muss man auch mit seinem Risiko umgehen. Deswegen wünschen sich nun alle Wirecard-Investoren, sich bereits früher schon ein vernünftiges Geldmanagement angeeignet zu haben. Weil wir aber grundsätzliche Optimisten sind, wollen wir mit diesem Video nicht noch mehr Frust kreieren. Stattdessen wollen wir uns, wie immer, zukunftsorientierte Investmentansätze ansehen und genau diese ergeben sich aus der aktuellen Situation am Zahlungsdienstleistersektor. Wenn eines sicher ist, Wirecard hat alles im Netzwerkaufbau und Ausbau richtig gemacht. Und nun werden so einige Kunden des Münchner Unternehmens die Lager wechseln, was die Branchenkonkurrenz in helle Aufregung versetzt. Dafür muss man aber erst verstehen, wie diese Branche funktioniert, welche Nutznießer es gibt und wie man die aktuellen Geschehnisse in seine Investmentansätze einfließen lassen kann. Und genau damit werden wir jetzt auch starten. Zahlungsdienstleister oder Payment Service Provider, wie die digitalisierten Experten gerne sagen, sorgen dafür, dass in Online-Shops Zahlungen richtig, sicher und vor allem für alle Seiten unkompliziert über die Bühne gehen. In der digitalisierten und weitestgehend bargeldlosen Einkaufswelt ist es wichtig, viele Zahlungsmethoden am besten in Echtzeittransfer mit nur einem Tool zu erlauben. So entwickeln Zahlungsdienstleister Produkte für Händler, um Zahlungen entgegenzunehmen und zu verwalten. Aber auch Zusatzleistungen wie Risikomanagement, Inkasso oder eigene Kreditkarten werden von Payment Service Providern zur Verfügung gestellt. Wie wichtig Zahlungsdienstleister in unserer heutigen Gesellschaft sind, wird einem erst klar, nachdem man sich die Umsatzstatistiken der Online-Shops angesehen hat. Wie diese Statistik schön aufzeigt, ist der E-Commerce-Umsatz stetig steigend und soll bis zum Jahr 2024 die 2,7 Billionen Dollar-Marke geknackt haben. Dass der Umsatz des stationären Einzelhandels großteils rückläufig ist, außer im Lebensmittel- und Luxusartikelbereich, ist wohl bekannt. Und genau dort setzen Zahlungsdienstleister an, denn sie entwickeln wichtige Schnittstellen für das Überleben dieser Online-Händler, wickeln die Zahlungen meist mit eigener Banklizenz ab und lassen sich dafür natürlich fürstlich entlohnen. Nicht nur der aktuelle Insolvenzantrag der Wirecard AG, sondern auch die Corona-Pandemie machen die Branche derzeit sehr interessant für Investments. Denn durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wurde es kontaktloses und bargeldloses Bezahlen im stationären Handel begünstigt.
dass der E-Commerce-Sektor ohnehin einer der klassischen Profiteure der Krise war, muss hier nicht großartig aufgeführt werden. Zumindest nicht, wenn man ein wenig am Schirm hatte, was die Amazon-Aktie in den letzten Wochen so durch die Decke getrieben hat. Durch das geschaffene Bewusstsein, dass bargeldloses Zahlen und kontaktloses Bezahlen in der aktuellen Situation einen Schutz vor einer Corona-Infektion bieten kann, werden Zahlungsdienstleister im stationären Einzelhandel nur noch populärer, als sie ohnehin schon waren. Wenn Sie sich nun mit der Branche und den Zahlungsdienstleistern auseinandersetzen, haben Sie die Chance, Profiteure des Wirecard-Skandals zu entdecken und Sie können diese in Ihre Investmentansätze einbinden. Abseits davon lernen Sie eine aufstrebende Branche des digitalen Zeitalters besser kennen und können dieses Wissen zukünftig profitabel verwerten. Das Risiko einer Fehleinschätzung oder ungewollten Kursbewegung bleibt natürlich immer erhalten. Um dieses zu minimieren, sollten Sie strikt und lückenlos nach einem Handelsplan vorgehen, um die Kapitalrisiken so gering als möglich zu halten. Die meisten würden sich nun beim aktuellen Börsenpreis von Wirecard um die 3 Euro denken, dass jetzt das absolute Ende der Fahnenstange doch erreicht sein muss und eventuell sogar mit einem kleinen Zockinvestment an den Start gehen. Immerhin wäre bei der kleinen Kursbewegung prozentual schon viel zu holen. Das mag wohl sein. Das aber mit einem Insolvenzantrag eines börsennotierten Unternehmens nicht zu spaßen ist und sich die Angelegenheit auch jetzt noch massiv auf die Kursentwicklungen auswirken kann, sollte einem wohl bewusst sein. Natürlich wird es noch einige Teilnehmer am Markt geben, die ihre Short-Positionen gewinnbringend abstoßen wollen, was den Kurs auch wieder in die Höhe bewegen kann. Dafür muss man aber Nerven aus Stahl haben. Denn bei einer Korrektur unter die 1-Euro-Marke würde man auch schon mit einem satten Buchverlust dastehen. Als Investmenttitel ist Wirecard mittlerweile tot. Denn mit dem Insolvenzantrag ist das Schicksal der Aktionäre quasi besiegelt. Auch wenn es sich bei Aktien um Sondervermögen handelt, bei einer Insolvenzabwicklung steht man nicht als Gläubiger im Abwicklungsbuch und wird somit auch nicht berücksichtigt. Außer einem Zock mit hohem Verlustpotenzial und dem ständigen Beten auf positive Kursstellung hat diese Aktie also für Anleger nichts mehr zu bieten. Ob man so viel Zeit und Nerven für eine erhebliche Spekulation aufbringen will, ist fraglich. Darum sollte man sich zwar auf das Thema von Wirecard und der Insolvenz konzentrieren, aber den Fokus weg vom eigentlichen Unternehmen hin zu den möglichen Profiteuren wenden. Weil Sie Ihr Kapital auch in wirkliche Wertschöpfungsunternehmen desselben Sektors investieren können, lohnt es sich in der aktuellen Lage, einen tiefen Blick in diese Branche zu werfen, um auch die Risiken zu vermeiden, mit einer spekulativen Anlage große Summen zu verlieren. Da die Branche grundsätzlich zukunftsorientiert ist und wertvolle Ansätze für den Handel bietet, sollte man sich speziell jetzt mit Zahlungsdienstleistern auseinandersetzen. Denn es gibt eine Menge an Kunden, die nun umverteilt werden und somit die Wertschöpfung anderer Marktteilnehmer erheblich positiv beeinflussen werden. Mit einer detaillierten Analyse der ehrlich gesagt recht kleinen Branche werden Sie im Handumdrehen erfolgreiche Wachstumstitel finden, die von der Wirecard-Insolvenz profitieren können. Der Bilanzskandal rund um Wirecard vor einigen Tagen führte dazu, dass sich der Wert der Aktie in wenigen Handelstagen um 98% reduziert hat. Dadurch könnten unerfahrene Investoren nun verleitet sein, die Chance auf eine Erholung zu den Ausgangskursen als intelligentes Investment zu sehen. Dass dies aber keinesfalls so ist, haben etliche Beispiele in der Vergangenheit gezeigt. Und man würde sich damit nur eine tickende Zeitbombe ins Portfolio legen. Daher sind Investoren nun auf der Suche nach richtigen Investmentansätzen, die zwar denselben Ursprung zugrunde haben, aber mit erheblich weniger Risiko ausgezeichnet sind. Und darum sollten Sie Ihren Anlagenhorizont erweitern, um die wahren Profiteure des aktuellen Debakels ausfindig zu machen, um nachhaltige Investments zu tätigen.
Wichtig ist zu verstehen, dass diese Situation ein einzelnes Unternehmen einer kleinen, aber sehr stark wachsenden Branche betrifft. Das heißt, die Kursabschläge sind nicht durch eine globale Krise oder einen Paradigmenwechsel der Branche eingetreten, sondern einzig und allein durch falsche oder sogar betrügerische Unternehmensführung. Dadurch werden nun Kunden des Zahlungsdienstleisters gezwungenermaßen zu anderen Anbietern wechseln. Wie in dieser Grafik zu sehen ist, beträgt der vergleichbare Kundenanteil von Wirecard zwar nur 5% des ausgewerteten Branchensegments, weitaus interessanter ist, dass anscheinend ein sehr großer Umsatz an diesem Anteil hängt und somit auch mehr Großkunden bei Wirecard ansässig sind, welche es sich natürlich nicht erlauben können, lange auf Abwicklungen oder sonstige Bedienungen zu warten. Der Anteil des Transaktionsvolumens beträgt daher 16% und ist mehr als dreimal so groß als der Marktanteil. Auch die Politik- und Finanzmarktaufsicht beschäftigen sich aktuell stark mit den Hintergründen des Wirecard-Skandals. Und sie sehen sich selbst als möglicherweise zu nachlässig in der Reglementierung gewisser Finanzbranchen. Das könnte zur Auswirkung haben, dass gewisse Investmentmöglichkeiten nicht mehr für die breite Masse zur Verfügung stehen und sich das Anlageuniversum um ein weiteres Stück verkleinert. Daher ist es wichtig, bei der aktuellen Bedrohung noch vor etwaigen gesetzlichen Einschränkungen die Gewinner der Branche zu identifizieren und seine Investmentansätze einzubinden. Als naheliegendes Beispiel hierfür kann die Handelsverweigerung österreichischer Brokerbanken für Titel des REIT-Sektors genannt werden. Nachdem die Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2009 durch den Finanzskandal und die Überspekulation dieser US-Immobilientrusts ausgelöst wurde, haben die österreichischen Behörden die gesamte Branche als schwarzes Schaf abgestempelt und den Handel dieser Titel für Privatinvestoren untersagt. Dass nun nach mehr als 10 Jahren diese Branche ausgedünnt und bereinigt wurde und es mittlerweile wieder einige Investment-Rohdiamanten dieses Sektors gibt, ist egal, denn ein Großteil der österreichischen Investoren kann an der Wertschöpfung nicht mehr teilnehmen. Dadurch, dass der größte Trend im Shopping Richtung Convenience und Online-Käufe geht und Zahlungsdienstleister Produkte für den stationären und Webhandel schaffen, sind sie klassische Profiteure des digitalen Wandels der Handelswelt. Auch die Corona-Krise hat den Zulauf für Online-Einkäufer erheblich gesteigert. Denn in Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen bleibt einem keine andere Wahl, als seine Konsumwünsche im Web zu befriedigen. Das hat auch weitere Käuferschichten die Tore zum E-Commerce geöffnet und neues Wachstumspotenzial in den Markt geschwemmt. Kurz und knapp noch ein paar Fakten zu der aktuellen Lage und den Möglichkeiten. Wirecard ist spätestens seitdem sie Insolvenz angemeldet haben, uninteressant als Investmenttitel. Eine Übernahme von Wirecard ist zurzeit recht ausgeschlossen, denn die Kunden von Wirecard müssen ohnehin an einen anderen Anbieter wechseln. Und die Branche, in der sich das Unternehmen aufhält, ist jedoch sehr aussichtsreich und wachstumsorientiert und somit sollte man sich auf die Suche nach den gewinnbringenden Einzelinvestments dieser Branche machen. Zurzeit umfasst die Payment Service Provider Branche weltweit nicht einmal 70 Unternehmen. Mit den Tochterunternehmen, welche sich im gleichen Zielmarkt aufhalten, kommt man gerade noch so in den dreistelligen Bereich. Die wenigsten davon sind börsennotiert und ein recht marginaler Teil davon ist im mitteleuropäischen Raum anzutreffen. Wenn man nun eine weitere Filtrierung nach Vertriebskanälen und Zahlungsabwicklungsmöglichkeiten durchführt, beschränkt sich die Liste der direkten Konkurrenten von Wirecard und somit auch direkten Profiteuren auf unter 10 Unternehmen weltweit. Da Wirecard sehr international aufgestellt ist und Kunden weltweit bedient, wird es hier unerheblich sein, ob man einen Fokus auf den US-Markt legt oder in Mitteleuropa bleibt. Die junge Branche der Zahlungsdienstleister sprießt in den letzten Jahren nur so vor Übernahmen und Fusionen, da vor allem auch Banken verstanden haben, dass es sich hier um ein äußerst zukunftsreiches Marktsegment handelt.
Jedoch scheint der mitteleuropäische Markt mit den aktuellen Entwicklungen weitaus interessanter zu sein. Denn es gibt seit Anfang des Jahres Übernahmegespräche der zwei größten Zahlungsdienstleistern in Mitteleuropa, was das entstehende Fusionsunternehmen bei Ausscheiden Wirecards zu nahezu einem Monopolisten machen würde. Laut Aussage dieser Unternehmen mache man sich weniger Sorgen um die direkte Konkurrenz der Branche, denn der eigentliche Konkurrent sei das Bargeld. Auch diese Bezahlmethode hat sich in den letzten 10 Jahren drastisch verändert. Wie Sie der folgenden Statistik der Deutschen Bundesbank entnehmen können, hat die Bargeldzahlung um 18,8% abgenommen und die Kartenzahlung um 35% zulegen können. Weitaus interessanter und für den Erfolg der Payment Service Provider zuständig ist jedoch die letzte Datenreihe. Allein in Deutschland hat die Internetbezahlung analog mit der fortschreitenden Digitalisierung um satte 1133% in den letzten 10 Jahren zulegen können. Daraus ergeben sich die Chancen, die wahren Wachstumsaktien der Branche ausfindig zu machen, vom wechselnden Kundenstrom zu profitieren, nachhaltige Investments einzugehen und vor allem Spekulation zu vermeiden sowie Risiko zu begrenzen. Garantiert werden Sie lernen, die Branche und zukünftige Abläufe besser einschätzen und weiteres Wissen zu generieren, welches Sie in zukünftigen Investmentansätzen einfließen lassen können. Somit stehen sich in der aktuellen Lage Investoren mit zwei Extrempunkten gegenüber. Die einen haben ein laufendes Investment in Wirecard und sind sich nicht sicher, wie sie damit verfahren sollen. Die anderen sehen, dass sich Möglichkeiten in der Branche ergeben. Dass es in der Vergangenheit zu einem Investment in Wirecard gekommen ist, kann man niemandem vorwerfen. Schließlich dachte man, in ein solides DAX-Unternehmen zu investieren. Die zweite Gruppe möchte einfach nur den Deal ihres Lebens abschließen, vernachlässigt dabei aber die extremen Verlustrisiken. Weiters bedenken Sie auch nicht, dass Sie als Aktionäre die Letzten sind, die zufriedengestellt werden, wenn es zur Insolvenz kommt. Gleichhin, welcher der beiden Gruppen man angehört, höchstwahrscheinlich wird man an den Rand seines eigenen Risikobewusstseins kommen und auch erhebliche Verluste kapitalisieren. Da Sie die Möglichkeit haben, mit demselben Grundansatz und ein wenig Recherche der Branche den Vorteil einer wahren Wachstumsaktie zu nutzen und so auch das Risiko vermeiden, Ihr Kapital einem enormen Risiko auszusetzen, sollten Sie sich mit der Branche der Zahlungsdienstleister auseinandersetzen, um renditeträchtige Investments eingehen zu können und davon weiterhin zu profitieren. Um die Entwicklungsmöglichkeiten der Branchenkonkurrenz auch grafisch aufzuzeigen, hat sich unsere Redaktion dazu entschlossen, einen Vergleich mit den direkten Konkurrenten in der EU sowie in den USA herzustellen. Als Ausgangspunkt der Vergleiche wurde immer der Start der Trendphase von Wirecard Mitte 2014 verwendet. Im EU-Vergleich sieht man das Wirecard hier rot dargestellt, bis zum Eintritt in den DAX überproportionale Kurssteigerungen mit sich und kurze Rücksetzer gezogen hat. An sich nichts Schlechtes, aber wenn wir im Hinterkopf behalten, dass vermutlich seit über 10 Jahren Bilanzen gefälscht werden, dann doch sehr überspitzt. Der stärkste Konkurrenzunternehmen weist einen klassischen Trendaufbau auf, fast schon untypisch für tech-basierte Wachstumsunternehmen, steht aber dennoch mit einem satten Plus von 360% nach 6 Jahren da. Weitaus interessanter ist der Detailvergleich seit Aufnahme von Wirecard in den DAX. Anhand dieses Charts könnte man schon ein schleichendes Wandern der Anleger definieren. Denn wo Wirecard sequenziell an Wert verliert, legen die Konkurrenten nachhaltig und gediegen zu. Auch die Corona-Krise ist nahezu verdaut und die beiden EU-Aktien stehen kurz vor dem Durchbruch durch die Allzeithochpunkte, womit eine Bestätigung des großen Trends einhergegangen wäre.
Auch der US-Vergleich zeigt ein ähnliches Bild. Die moderat und nachhaltig wachsende Aktie in Hellblau weist aktuell ein Plus von 369% am Allzeithoch auf. Der eher volatile Konkurrent hatte eine parallel laufende Wertentwicklung wie Wirecard, konnte sich jedoch mit Vorsprung aus der Corona-Krise und auf ein neues Allzeithoch von 701% entwickeln. Sie sehen also, in der Aktienlandschaft der Zahlungsdienstleister ist für jeden etwas dabei. Ob es nachhaltig wachsende Titel oder dann doch lieber eine Wachstumsaktie mit höheren Volatilitäten sein soll, müssen Sie für sich selbst entscheiden. Solange Sie die Finger von der Wirecard-Aktie lassen und nach einem individuellen Handelsplan agieren, ist alles in bester Ordnung. Wenn Sie wissen wollen, welche vier Konkurrenzunternehmen wir analysiert haben, dann können Sie sich ganz einfach zum Erfolgsplan von uns anmelden. Das machen Sie mit einem Klick auf den Link unter dem Video und dann können wir gemeinsam schon durchstarten, mit Wirecard in die Profite zu gehen, aber nicht durch Wirecard. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gute Investments.